Ich möchte das einfach nicht finden. Das kann nicht sein. Ich möchte heute was gegen Umweltverschmutzung tun und Müll sammeln. Und ich habe mir gedacht, ich mache das am besten mit der Hilfe von Profis. Guck mal hier, es hört ja nicht auf. Das ist halt hier die Hölle. Ein Dübel. Um herauszufinden, wie groß ist eigentlich mein Einfluss als einzelne Person und wie groß ist am Ende vielleicht auch der Ekelfaktor. Dann sagen die mir, ach Gabi, gehst du Müll sammeln, schämst du dich nicht? Täglich 190 Millionen Plastikteilchen schwimmen den Rhein entlang ins Meer. Das muss man sich mal vorstellen. Ich bin jetzt mit Daniel verabredet. Er nennt sich auch den Rhein Ranger. Und Daniel ist fast jeden Tag hier am Rhein unterwegs, um Müll zu sammeln. Heute nimmt er mich mit und er hat gesagt, alles, was ich brauche, sind ein paar Handschuhe, ein Behälter, wo wir das ganze Zeug reintun. Und wenn ich mich hier so umschaue, dann gibt es ehrlich gesagt eine Menge zu tun für uns. Hallo! Morning! Na? Okay, du hast auf jeden Fall die coolere Klamotte an. Hi. Daniel Breitfelder ist eigentlich Schauspieler. Als er während Corona nicht spielen konnte, hat er angefangen, Müll zu sammeln, als Rheinranger verkleidet. Und das macht er inzwischen fast täglich. Wann warst du das letzte Mal sammeln? Vorgestern. Da war es richtig nieselig und kalt und fies. Ich konnte es auch irgendwann nicht mehr tragen. Ne? Also von Laminat bis Fahrrädern wieder alles. Also okay, ich bin heute zu deiner Verstärkung quasi angerückt. Das ist hier deine PraktikantInnen-Zange. Ja, darf cool. Ich dir hiermit feierlich übergeben. Dankeschön. Und wir brauchen gar nicht lange suchen. Eigentlich liegt hier überall Plastikmüll, der sonst wahrscheinlich über den Rhein ins Meer gespült würde. Mit seinem Kostüm will Daniel auffallen, für die gute Sache. Aber er sorgt damit auch für Missverständnisse. Das denken natürlich auch ganz viele. Hören Sie, da drüben ist auch noch ganz viel Pfand. Dankeschön. Sie denken, du bist Pfandsammler. Naja, ne? Das geht halt auch schnell, dass man das denkt. Das ist der Obdachlose mit dem Cowboyhut. Wie reagieren die Leute auf dich? Ach, sie machen das doch nicht freiwillig. Hören Sie mal, sie bekommen doch Geld. Ich bekomme eben kein Geld, aber es geht ja auch nicht immer um Geld. Daniel geht's ums Prinzip. Und deswegen kauft er inzwischen nur noch unverpackte Lebensmittel und verzichtet ganz auf Plastik. Der Müllsammelspaziergang am Rhein, für ihn schon ein festes Ritual. Und ich kann an dem Tag ganz gut verstehen, warum er das macht. Also das Schöne ist, man ist echt draußen. Man kann das hier mit einem Spaziergang verbinden. Ist an der frischen Luft, die Sonne scheint heute noch so schön. Also ich würde mal sagen, so in Sachen Naturgefühl vergebe ich 5 von denen hier. Ich habe auch so ein bisschen dieses, ich bin auf Schatzsuche Gefühl. Mhm, das macht Spaß. Oh, Strohhalm. Wir finden an dem Tag Kinderspielzeug, Schuhe, aber vor allem jede Menge Verpackungsmüll. Also den Ekelfaktor hatte ich mir definitiv schlimmer vorgestellt. Man findet zwar auch mal Sachen, die ein bisschen unappetitlich sind, aber wenn man Handschuhe trägt oder zum Beispiel eine Zange benutzt, dann ist das eigentlich gar kein Problem. Also beim Ekelfaktor vergebe ich 1 von 5. Was ist das? Du, von irgendeinem Spielzeug oder einem Abrieb. Guck mal hier, es hört ja nicht auf. Ne? Also das ist halt hier die Hölle. Ein Dübel. Aber es ist erschreckend, wenn man mal so auf so einem kleinen Fleckchen Erde mal ganz genau hinguckt, was man dann noch alles findet. Genau. Und vieles siehst du ja gar nicht mehr. Vieles inhalierst du, vieles isst du. Ne? Also wir weil es sich schon zu Mikroteilchen zersetzt. Ja, wir konsumieren ja mittlerweile jeder eine Kreditkarte in der Woche an Plastik. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Durch den Abrieb der Schuhe, der Reifen, ne? Diesem ganzen Wahnsinn im Essen, im Fisch. Okay, wir waren jetzt nicht lange unterwegs, ne? 1,5 Stunden würde ich mal schätzen. Das ist jetzt allein meine Ausbeute. Ja. Viel oder wenig? Also Standard, würde ich sagen. Und ich finde es viel. Ich finde es wirklich viel. Ich möchte das einfach nicht finden. Das kann nicht sein. Also das ist wahnsinnig viel. Und das war ja, also man muss natürlich 1,5 Stunden ist das eine, aber du musst auch sehen, wie weit wir gekommen sind. Ne? Gar nicht weit. So. Super kurzer Abschnitt nur. Wir sind überhaupt nicht vom Fleck gekommen, weil überall was rumlag. Also, ja, das ist das Fazit. Du brauchst wahnsinnig lang und schaffst aber wenig eigentlich. Ne? Dafür ist das wirklich sehr, sehr viel.
Daniel, der Rheinranger, der macht ja alles alleine auf eigene Faust. Es gibt aber zahlreiche kleine Initiativen, Nachbarschaftsgruppen, wo sich Menschen zusammentun, um ihren Stadtteil aufzuräumen. Mit so einer Gruppe hier aus Bonn habe ich mich jetzt verabredet. Martin Meyer, hallo. Ich freue mich, dass das heute klappt bei diesem herrlichen Wetter. Ja, sehr schönes Wetter. Gabriele Fornul hatte irgendwann keine Lust mehr, mit anzusehen, wie der Stadtwald hinter ihrem Haus immer mehr zur Mülldeponie wird. Sie gründet eine Facebook-Gruppe und vernetzt sich mit den Nachbarn. Einmal im Monat räumen sie jetzt gemeinsam auf und finden alles Mögliche. Was ist das? Batterie? Wir finden alles. Autoreifen und das Naturschutzgebiet. Ne? Und die Möbel da unten? Möbel haben wir, so Matratzen. Da war richtig so viel am Anfang. Ne? Die Gruppe hat die Aktion bei den Entsorgungsbetrieben der Stadt angemeldet. Von dort werden sie ausgestattet mit Mülltüten und Greifzangen. Seit sie hier regelmäßig aufräumen, würden die Leute auch weniger Müll in den Wald schmeißen. Trotzdem rümpfen ein paar Nachbarn die Nase. Was kriegst du denn so für Reaktionen von den Leuten, wenn die dich hier im Wald Müll sammeln sehen? Ja, manche die sagen das so, ach Gabi, gehst du Müll sammeln, schämst du dich nicht? Ich habe gesagt, warum soll ich mich ja so schämen? Ich habe gesagt, das ist ja was Gutes, was ich tun. Mir macht das einfach Spaß und ich habe gesagt, ich habe was Gutes gemacht. Und meine Nachbarin auch und mein Nachbar. Und alle, wenn die Menschen so wie uns treffen, bin ich einfach glücklich. Ich hätte es echt nicht gedacht, aber am Ende des Tages kann ich sagen, Müll sammeln macht echt happy. Ich war den ganzen Tag draußen, ich habe was Sinnvolles gemacht und ich habe mich doch am Anfang noch gefragt, was eine einzelne Person eigentlich bewirken kann. Vielleicht schafft eine einzelne Person nicht ganz so viel, aber alle zusammen schaffen wir auf jeden Fall eine ganze Menge. Happy, ne? 2, 4, 5 Säcke.